Und da kommt sie schon. Wenn das die richtige Fähre ist, auf dem Fahrplan haben wir noch nicht geguckt, aber das geht ja hier in Norwegen überall ruckzuck. Und da liegt sie schon an. Das sagt das Navi. Es geht aufs Wasser. Ja, man muss sich immer wundern. Kaum sind wir auf der Fähre, geht das auch schon los. Das geht hier in Norwegen immer ruckzuck. Autos raus, Autos rein und los geht's wieder. Das geht wirklich immer ganz, ganz schnell. Muss man sich wundern. Hier gibt es sogar ein bisschen was zu essen. Eine kleine Bar. Eine halbe Stunde später geht es schon wieder runter. Auf die Uhr habe ich nicht geguckt, aber es hat sich so angefühlt wie eine halbe Stunde circa. Tankstelle, was ist mit Luft? Ja, bitte einmal, jetzt möchte ich einmal prüfen, Axel. So, zufälligerweise drei Plätze nebeneinander bekommen. In Alesund und wir haben jetzt eben dort hinten am Parkautomat für 4 Stunden ein Parkticket gelöst. Parkticket kostet pro Stunde 25 Kronen. Und wir denken, dass wir für 4 Stunden hier mal die Altstadt besichtigen können. Und die Tagespauschale mit Übernachtung kostet 250 Kronen. Toilette gibt es auch und eine Dusche. Hier haben wir den Kassenautomat, so wie wir das kennen. Und da oben haben wir nochmal die Preise. Toilette und Dusche und WC. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen in die Stadt laufen. Hier nochmal ein Blick über den Parkplatz. Über den Stellplatz. So, wie Touristen nun mal sind, müssen wir da oben zum höchsten Aussichtspunkt, damit wir über alle so gucken können. Und das sind 480 Stufen. Eine Tortur, aber nach der Vogelinsel. Oh, da bin ich ja wieder kaputt. Also ich muss da hoch. So, wir haben jetzt 20, 30 Stufen geschafft. Ja, 82 Stufen geschafft und total kaputt. 108 haben wir schon, da stand aber eben 82. Ich habe 108 gelesen. Ehrlich? Ja, ganz bestimmt. Das war ein Stockwerk höher, oder? Nee, hier. Ehrlich? Ja. Oh, der Blick ist schön. Mal wie viele Menschen hier laufen. Unglaublich. So, jetzt weiß ich gar nicht, was ich erzählt habe. Aber hier ist eine Zwischenstufe, eine Bank. Und hier kann man sich erstmal einen Augenblick ausruhen. Das ist der Blick, den wir jetzt hier haben. Und wir sind noch lange nicht oben. Aber schön ist das. So, ab und zu haben sie hier die Stufen eingetragen. 213. Und ich lebe noch. Ja, so sieht das aus. Wenn du mit dem Schiff kommst, dann musst du ganz schnell hoch und dann musst du ganz schnell wieder runter, damit du die Abfahrt nicht verpasst. Und daher haben wir ein Wohnmobil. Wir kommen und gehen und fahren, wann wir wollen. So, 418 Stufen. Wir haben die Aussichtsplattform erreicht. So, dann gehen wir einmal. So. Den Blick kennen wir ja schon. Wir sind auf der Aussichtsplattform und jetzt gehen wir einmal hier rum und gucken mal. So, ich habe ja meinen Reiseführer hier. Der erklärt euch mal was, wie wir weiterfahren. So, musst du mal hier so ein bisschen rausschwenken. Also jetzt in unserem Hintergrund haben wir Alesund. Und wenn man diese kleinen Inseln da sieht, da kommt man hin, indem man durch einen Tunnel fährt. Der geht einmal hier unter Wasser durch. Der macht dann 270 Grad Kehre, wie so eine Serpentine. Dann geht es da wieder unter Wasser durch. Dann kommt man auf dieser Insel da an.
wo die Häuser zu sehen sind. So, und dann kommt da im Hintergrund. Kommt im Hintergrund die Brücke. Neben der Brücke ist ein kleiner Sandstrand zu sehen. Da ist der erste Stellplatz, den ich rausgesucht habe. Dann kann man weiterfahren. Auf dieser kleinen Insel geht es wieder in den Tunnel unter Wasser. Dann kommt man auf die große Insel mit dem Bergrücken da. Ganz im Hintergrund guckt so eine Landzunge raus. Da gibt es auch einen Stellplatz am Wasser. Und hinter dem Bergrücken, können wir natürlich jetzt nicht sehen, da ist ein Stellplatz am Sandstrand, wo wir wahrscheinlich hinfahren werden. Wenn das da nicht gehen sollte, fahren wir halt wieder woanders. Also ich habe da mehrere. Also werden schon schön Platz finden, schön am Wasser. Brauchen wir da ja gar nicht mehr spazieren gehen. Das kann ich jetzt von hier oben alles sehen. Das ist da. Hier nochmal ein Blick auf die Aussichtsplattform. Ja, runter geht das viel einfacher als da ganz hoch. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, da hoch zu tabbern. Ja, wir sind zurück auf dem Stellplatz. Ich hoffe, euch hat unser kleiner Rundgang von Alesund gefallen. Wo es heute noch hingeht, hat Axel ja, glaube ich, erklärt in dem Video, als er mir die Kamera stibitzt hat. Und ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss aus Alesund.